Hallo meine Freunde, willkommen zurück hier in Mist Survival. Es ist schon teilweise wirklich Mist. Also ich habe nochmal probiert, auch mit den Grafikeinstellungen probiert, ob ich was mit dem Zielfernrohr erreichen kann. Bleibt immer ein dunkles, schwarzes Fleck. Ist ja kein Loch. Schwarzes Loch ist es. Gut. Ich habe schon wieder mal ein bisschen was hier versucht aufzuräumen. Das mache ich immer so, ich sage es mal, zwischen den Aufnahmen immer ein bisschen Ordnung schaffen. Wir wollen heute auf alle Fälle mal hoch bei das Bistro, wo da oben müssen ja irgendwo, sollen ja ein paar Banditen sein. Mal sehen, ob wir die knacken können. Aber dazu fahren wir mal hier hoch. Oh, da fahren wir erst ein Stück rückwärts hier. Halt, nee, wir müssen doch hier hinten lang. Richtiger Mist in der Beziehung, dass seit als ich das Spiel wieder gestartet habe und in der Garage gegangen bin und was war, die Fässer waren wieder da. Die Fässer sind wieder da und demzufolge sind meine lehngrauen Schränke, die ich da aufgebaut habe, hinten rechts in der Ecke, die kannst du wieder vergessen. Halt, wir wollen noch dort hoch. Die kannst du wieder vergessen, weil die sind wieder mit den Fässern zugebaut und die Fässer lassen sich nicht wegtragen. Job. Einsteigen, mein Freund. Ich hoffe mal, dass er das mal noch irgendwann gebacken kriegt, der Kollege. Es sollte ja auch ein Update kommen. Das können wir auch wieder vergessen. Das kommt nicht. Beziehungsweise, er hat es wohl um eine Woche verschoben. Ja, da werden wir mal sehen, ob das dieses Wochenende kommt. Beziehungsweise, ich bin ja schon ein bisschen voraus. Das müsste jetzt das Wochenende vom 12. und 13. Oktober sein, dass das Update kommt. Am 5. sollte es kommen. Um eine Woche wollte es verschieben. Werden wir mal sehen, ob das was wird. So, ich fahre mal hier, noch hier hoch. Hier unten sollen ja irgendwo die Banditen sein. Ich will nicht auch mal dahin fahren. Auf alle Fälle mal ein Stückchen. Doch, das sieht doch so aus. Da oben sind sie doch schon. Das ist doch schon das Lager von denen. Also zurück, marsch, marsch. Abstellen. Motor aus. Aussteigen. Nein, wir nehmen mal unser. Haben wir geladen? Wir haben es geladen, genau. Ich versuche die Sache mal hinten rum, dass ich von der Anhöhe irgendwo die ausspionieren kann. Von hier irgendwo kann man da hier irgendwo. Da unten lassen sind sie doch. Das ist eben auch Quatsch, dass sie dich ja nicht hinlegen oder hin. Hocken können wir uns ja. Das sind 5, ja? 5 Stück. Die rennen ja aufgeregt hin und her. Ne, es sind sogar 6, wie es aussieht. Jedenfalls 5 oder 6. So, da wollen wir mal sehen, ob wir. Da hinten, ne, das sind 1, 2, 3, 4 und hier sind 2, das sind 6er. Einen haben wir umgenietet. Da hauen wir gleich mal ab. Da oben ist ein Turm, guck an.
Wir sind das hier hinten vom Turm. Den gucken wir uns aber noch zwischendurch an. Was das für ein Turm ist. Ach, das ist hier oben, alles klar. Das BAI, da sind wir rund hier mit der Kirche ums Dorf gefahren. Und hier oben kommen wir auch noch hin. Ach, na, alles klar, gut. Also einen von den Banditen haben wir weg. Das wurde eigentlich ein ganz guter Schuss. Dass wir hier mit Kimme und Korn gezielt haben. So, jetzt müssen wir mal sehen. Haben sie ihn schon weggeräumt, den Kollegen, oder lassen sie den liegen? Also, hier oben ist keiner. Ah, hier dort ist einer. Der dann? So, jetzt warten wir erstmal, bis sie wieder unten im Lager sind. Zweiten haben wir weg. Wir hauen erstmal wieder ab. Hit and run. Ich habe nicht mehr so viel. Nicht mehr so viel im Flammenwerfer. Wie sieht es mal mit meiner MP aus? Was habe ich denn da? Naja, gut. Da könnten wir es vielleicht auch mal probieren. Also den zweiten, den haben wir mit zwei Schüssen umgeniedet. Ich hoffe mal, dass sie sich jetzt zwischendurch nicht wieder erholen. Dass ich jetzt hier her in den her flitze und die umlege. Und wenn ich unten bin, sind sie alle sechs wieder da. Nachladen. Drei haben wir weg. Mal sehen, ob sie uns verfolgen. Hier scheint mal keiner hochzukommen, oder? Nummer 4. Ich verschwinde aber erstmal wieder. So, und jetzt kommen wir von der anderen Seite. Den Feind etwas verwirren.
Die haben sich wohl verkrochen. Sitzen die jetzt? Machen die jetzt Jagd auf mich, wenn die nicht im Lager sind? Also hier oben ist mal keiner. Haben wir da irgendwas, was wir in die Luft sprengen können? Um die ein bisschen aufzuscheuchen. Sieht nicht danach aus. Gibt's doch gar nicht. Die haben sich dann irgendwo verkrochen. Eins, zwei. Oder habe ich sie doch alle erlegt? Waren es dann bloß fünf? Das ist eine kaputte Waffe. Waren es dann doch bloß fünf? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann waren es plus fünf, oder? Sieht jetzt ganz danach aus, dass es nur fünf waren. Alles klar. Die kaputte Flinte, die können wir vielleicht irgendwann mal harvesten. Mal schauen, was der hier drin hat im Rucksack. Batterien und Patronenhülsen. Lamotten hat er keine. Und was hat er hier in der Seitentasche? Hat er gar nichts. Alles klar. So, hier ist erstmal ein Kistchen. Das nehmen wir mal mit. So. Den haben wir erledigt. Gut, jetzt gehen wir hier weiter. Aufpassen. Immer noch wachsam bleiben. Den Banditen traue ich alles zu. Das ist der erste, den wir umgelegt haben. Das ist der zweite. So. Was hast du? In der Gola. Und hier hat er nichts. Gut. Der Kollege, was hat der? Eine Schrotflinte, die ist hoffentlich mal ganz. Ja, die ist ganz. Der hat Handschuhe. Haben wir eigentlich schon genug, aber das ist egal. Ein Brokkoli. Naja, das ist gut zum Abnehmen. Da können wir ein bisschen Diät halten. Und haben wir noch was hier in der. In den Beintaschen haben wir nichts mehr. Gut. Das war Nummer 3. Das gucken wir nachher nach. Den haben wir schon. Den seine MP nehmen wir auch mit, auch wenn sie kaputt ist. Also Nummer 4 und Nummer 5. Also haben sie doch alle 5 erledigt. Und der hat eine kaputte Pistole. Was hat er noch drin? Oh, nochmal ein paar Handschuhe. Was hat er hier drin? Ein paar Patronen. Das ist gut. Und hier hat er gar nichts, alles klar. So, und der Kollege, der hat auch wieder eine kaputte Schrotflinte. Er hat auch Patronenhülsen. Und nichts weiter. Gut, und jetzt schauen wir halt hier ringsrum, was wir hier noch finden. Oh, wer ist denn das?
Den befreien wir mal. Bleibt er jetzt bei uns oder verschwindet er wieder? Thanks für, na gut, ist klar. Continue. Na, Base. Naja. Ach so, was kann ich dir jetzt geben? Kann ich dir jetzt irgendwas geben? Nee, keine Waffe einstecken. Alles klar. Und das ist jetzt weg. Continue. Interaktion Scott, let's go. Kommt der jetzt nun zu uns oder? Oder was ist mit dem? Jetzt ist er weg. Wohin? Ich hoffe mal. Wo kommt denn der her? Noch. Wo kommt denn die jetzt her? Oh, jetzt war ich richtig. Was noch, Eder? Jetzt habe ich dich mit dem Flammenwerfer weggemacht, mein Freund. Hostage back here. Ah ja, alles klar. Gut, wenn ich es richtig lesen könnte, dann wäre das auch ganz gut. Interaktive, let's keep moving, talk letter. Alles klar, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Ich kann nicht so gut Englisch. Bring the hostage back in your base. Alles klar, komm, da kommst du mit. Gut, komm mit. Kommt er jetzt mit, alles klar. Was ist mit dem? Der zittert hier noch ein bisschen oder was? Ah ja, da hat er noch eine Cola und auch noch ein paar Patronenhülsen. Gut. Schrott liegt da auch noch rum. Die alte Büchse nehmen wir auch noch mit, die Flinte. Also da kommen jetzt auf einmal hier noch solche Drecksäcke aus den Ecken. Also wenn ich jetzt mit dem Scott hier zurück in meine Basis laufe, dann sind ja die Kollegen hier wieder da, oder? Die Kerze kann ich nehmen. Komm, mach mal Platz, mein Freund. Ich muss erst hier noch nachgucken, was ich hier noch alles Feines finde. Ich muss hier erst einmal kontrollieren, was wir hier noch finden. Hier ist noch ein Koffer. Koffer nehmen wir nicht mehr mit. So, was haben wir hier noch? Hier ist noch eine Kiste. Da ist noch eine Pistole drin. Die kann ich dir geben, mein Freund. Sehen, vielleicht kann ich den jetzt eine Pistole geben. Interagiere Scott. Nee, das geht jetzt nicht. Ich kann denen jetzt keine Waffe geben. Irgendwie ihr Quatsch. Was habe ich hier drinne? Das ist eine Kiste, da ist nochmal Munition drin. Ne? Jetzt rennt er mir. Das hängt er mir an der Backe wie so ein. Oh, was ist denn hier alles los? Hier haben wir ja Zeug drin. Ah ja, Gott, alles klar, das kann ich mir erst später holen. Da muss ich doch wohl nochmal hier hoch, oder? Movie, Leitletter, alles klar, gut. Komm jetzt, hau jetzt ab, ich will jetzt hinaus. Was macht er denn jetzt? Jetzt klettert er über den Scott drüber weg. Ja, mein Freund, jetzt gehen wir hin. Ich muss jetzt erst nochmal hier reingucken. Gut, das geht nicht auf. Ach ja, das ist natürlich weniger schön, wenn der mir jetzt an der Halt hier ist Munition drin. Die nehmen wir erst mal mit. Munition kann man immer mitnehmen. Da ist nochmal Munition drin, aber die haben wir hier. Den Schokoriegel, den essen wir gleich. Ob der jetzt auch ins Auto mit einsteigt, werden wir gleich sehen. Also, mein Freund, hier war da noch ein Schrank. Den wollte ich auch noch mal kontrollieren. Da war noch Munition drin. Ne? Da kann ich nicht mitnehmen. Das ist hier drinnen nix. Hier ist auch nix. Wir müssen. Ach, das rennt ja mir laufend hinterher.
Ich habe eine Kiste, da ist ein Haufen Zeug drin. Also, jetzt schnappen wir uns erstmal die Kiste hier, den Schrank. Und schaffen den auf unser Auto. Das Auto müsste hier ja unten irgendwo stehen. Wo steht denn jetzt mein Auto? Hier. Halt. Da steht's. Kommt jetzt der Scott mit, oder? Was macht er jetzt? Naja. Kiste, den Schrank hier rein. Ja, der stellt sich nicht mal, richtig hin, damit man steckt da jetzt auch ein hier. Ja, ja, da ist drin, gut, alles klar. Können wir das Auto mal stoppen. Da muss ich halt dann später nochmal hier hoch, da muss ich das halt in Kauf nehmen, dass die Brüder wieder da sind. Es kommt immer der einer geflitzt hier. Hm, naja gut. Wir fahren jetzt erstmal wieder nach Hause. Wir sehen, ob wir den Scott irgendwie jetzt loswerden. Ob der hier lang kam. Hier runter fahren wir jetzt. Müsste er ja hinkommen. Bring your hostage in your base. Gut. Den bringen wir jetzt in die Basis. Ist klar. Wollen wir sehen, ob der hier bleibt oder was wir mit dem machen können. Keine Ahnung. Gut. Anhalten. Motor aus. Ausstellen. Task complete. Gut. Wo ist denn der? Gott, eine Minute. Was ist denn da? Gott, alles klar. Gib mir eine Minute, oder wie? Kann ich den jetzt hier irgendwas zuweisen? Was hat er denn? Na, nun steckt er hier in der Windschutzscheibe drin. So ein Quatsch, ehrlich. Keine Ahnung, was mit dem jetzt ist. Ob der jetzt hier rauskommt oder was. Ah, keine Ahnung, was der hier sich jetzt dabei gedacht hat mit diesem Scott hier. Na, nun habe ich hier ein Fragezeichen. Gut. Also, ich weiß jetzt nicht, was ich mit dem machen soll. Was hat er denn für ein Problem? Jetzt hat er das Fragezeichen weg. Gut, wir werden mal sehen, was das heißt. Ich jetzt mal. Hast du eine Minute? Gott, eine Minute. Ja, gut. Ich habe eine Minute, natürlich. Keine Ahnung, was mit denen jetzt machen. Das Fragezeichen. Kann ich mit denen jetzt interagieren? Kann ich denen eine Waffe oder sowas geben? Sieht nicht so aus. Keine Ahnung. Sorry, das ist wieder ja undurchsichtig, was mit dem jetzt hier ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt erstmal die Kiste runternehmen. Ich werde erstmal abladen. Mal sehen, was inzwischen passiert. So, F, ich nehme mal die Kiste runter, die grünen Schrank runter. Jetzt habe ich mir nur oben schon Kommoden hingebaut. Kriege ich die hier noch? Hier hinten könnte ich doch noch so, hier könnte ich doch noch so eine Truhe herstellen. Hier daneben nicht. Aber hier passt doch noch eine hin. So eine grüne Kiste. Eine grüne.
grüne Kommode. Jawohl, die stellen wir hier unter das Fenster. Gut. Und da können wir erstmal den ganzen Krempel, den wir hier haben, den packen wir jetzt erstmal in die Kommode rein. Sind auch kaputte Waffen. Kann ich die gleich harvesten, die kaputten Dinger? Schauen wir gleich mal, ob wir das harvesten können. Harvest, so eine alte MP. Was braucht man da? Einen Hammer dazu oder was? Wo habe ich jetzt einen Hammer? Wo habe ich jetzt einen Hammer? Was ist denn das jetzt für ein Ton? Wieso? Was? Bing, bing, was will denn der von mir? Keine Ahnung, was jetzt hier ist. Ja, es passiert, gib mir eine Minute. Und was mache ich mit dem Fragezeichen an seiner Birne? Jetzt ist das Fragezeichen wieder weg. Was hat er denn? Keine Ahnung, was ich mit dem mache. Das ist alles ein bisschen sehr undurchsichtig, was er hier gemacht hat. Entweder tue ich die Quests fertig hochladen oder ich lasse die Finger davon. Jetzt steckt er hier in der Windschutzscheibe drin. Also, was soll denn der Quatsch? Ehrlich, wenn ich jetzt einsteige weg und woanders, ich fahre mal woanders hin. Vielleicht steht er dann irgendwo noch. Gut, ich schmeiß mal meinen Motor an. Nee, der fährt nicht. Der fährt nicht. Da stelle ich dich jetzt hier in den Carport rein. Hier. Ja, das kreiselt da drin rum. Gut, alles klar. Ausschalten. Naja, dann bleibt da drinnen, gut. Mach doch, was du willst da drin. Was willst du machen? Er reagiert ja auf nichts. Hast du eine Minute? Ja, und wir hatten ja eine Minute vor denen. Wenn er nicht will, dann wer nicht will, der hat. Wer nicht isst, ist satt. Kennt ihr doch das Sprichwort. Gut, jetzt räume ich den ganzen Spaß erstmal hier raus und flitz nochmal hoch. Dann kann ich nämlich auch, habe ich noch, oh, ich muss was trinken. Ich muss was trinken und was essen. Trinken. Dann flitze ich nochmal hoch zu den Banditen. Mal sehen, die sind garantiert wieder da. Die sind garantiert wieder da, wenn da vorne die am Hotel nach 3 Minuten wieder da sind, da sind die ja auch wieder da. Ich hoffe, dass er das beim nächsten Update auch mit in der Reihe kriegt, dass die nicht alle 5 Minuten auftauchen. Früher war es wenigstens mal so, wenn du das Spiel beendet hast und hast irgendwann mal es wieder neu geladen, dass sie dann wieder da waren. Okay, konnte man noch verkraften, aber Quatsch ist es genauso. Also, so viel Munition findest du gar nicht und kannst du im Moment ja auch noch gar nicht herstellen. Was ist denn das? Eine Single Shotgun. Alles klar. Kannst du auch nicht herstellen, damit du die Banditen 5-mal am Tag bekämpfen kannst. Also, finde ich schon wir sagen es mal grenzwertig, was er da macht. Und das ist schon noch ein bisschen, wie soll man sagen, freundlich ausgedrückt. Um nicht zu sagen, das ist absolut bescheuert. Ja, gut, man merkt mir zwar manchmal an meinen Kommentaren an, dass ich mit dem Entwickler nicht viel anfangen kann. Das Spiel an für sich ist gut. Er hat eigentlich in den Grundzügen ein gutes Spiel gemacht. Aber wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten und Jahren damit umgegangen ist, das ist, naja, ihr kennt meine Meinung dazu. Also ich sage mal so, wenn ich den persönlich gegenüberstehen würde, Freund, befreundet wären wir bestimmt nicht. Um das mal freundlich auszudrücken. Befreundet wären wir garantiert nicht. Gut. Nun haben wir den Scott, der steckt jetzt hier in dem Auto drin. So, was mache ich jetzt mit dem? Der hat jetzt hier so ein Zeichen, die Faust nach oben gereckt. Und jetzt können wir mit dem interagieren. Was können wir dir jetzt geben? Nee, wir können ja gar nichts geben. Das Interagieren, das war mit dem Auto. Und nicht mit dem Scott. Was kann ich mit dir machen? Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Abfackeln. Nein, das machen wir nicht. Ich war schon drauf und dran, jetzt mal eine Taste zu drücken und den Flammenwerfer anzuschmeißen. Also irgendwo
Vielleicht ergibt sich was im nächsten Update. Ich hoffe es mal. Wir werden sehen. Es bleibt mir jetzt nichts weiter übrig. Ich gehe nochmal hoch und schaue nochmal nach den, oder wir können ja gemeinsam nochmal hochgehen. Da ist die Folge wenigstens nicht nach. Halt, wir brauchen Munition. Was haben wir denn für unsere MP noch drin? Moment, wir wechseln mal auf die 3. Oh, da habe ich ja gar nichts mehr einstecken. Da möchte ich ja mir noch mal ein bisschen Munition aus dem Schrank holen. Ich glaube nicht, dass die... Oder nehmen wir Schrotzenmunition mit. Aber haben wir ja nicht so viel. Wir haben ja noch nicht so eine ordentliche Pumpgun. So, was brauchen wir denn für die Knarre für Munition? Jetzt muss ich mal erstmal gucken. 3, das halt... Komm, schalte 3 ein. Was brauchen wir da? Wir brauchen für die M4. Naja gut, da schauen wir mal, was wir hier... Revolver-Ammo, Rival-Ammo. Das ist das Shotgun. Ist das die hier? Ich hoffe es mal. Take. Nee, das ist er nicht. Das ist der Hunting Rival. Die habe ich jetzt verkauft. Die wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich zumindest die vierte. Ja. 9 mm? Nee, das ist er nicht. Revolver, da kann es nur hier unten die sein. Alles klar, ich nehme mal von denen was mit. Ich hoffe mal, dass es der richtige ist. 20 Schuss haben wir auf alle Fälle mal. Da gucken wir mal in die 3. Können wir die nachladen? Ja, die können wir nachladen. Also ist es doch hier unten. Merkt man das wohl nie. Also nehmen wir die hier mal mit. Ja, laufen wir bloß mal hoch, um zu kontrollieren, ob die noch da sind. Und dann müssen wir mal sehen, wo wir jetzt wieder Munition herkriegen. Also ich laufe jetzt mal dort hoch. Oder wir laufen mal dort hoch. Und wenn die jetzt wieder da sind, dann machen wir gleich auf dem Absatz kehrt und hauen wieder ab. Also wenn da jetzt schon auf einmal wieder Banditen da waren, wo wir jetzt den Scott befreit haben, denke ich mir mal, da werden auch wieder welche aufschlagen hier. So. Wir schleichen uns mal ganz gekonnt an hier. Und ich lege mich jetzt auf alle Fälle mal nicht mit denen an. Ich werde vielleicht in den nächsten... Oh, da müssen wir mal sehen. Da müssen wir uns eine Schmiede bauen. In der nächsten Zeit mal in das... ist der jetzt mitgekommen? Nö, da sind wir noch da hinten. Eine Schmiede bauen und mal in die Mine gehen, um ein paar Erze abzubauen, damit wir uns mal ein bisschen Munition, wir brauchen Schwefel, Salpeter, dann werden wir Kupfer und Zink brauchen, damit wir Messing machen können und wir Patronenhülsen machen können. Und dann brauchen wir ja... Ne, ist keiner da. Wundert mich. Wundert mich echt. Muss ich euch ehrlich sagen, das wundert mich, dass hier keiner da ist. Auf alle Fälle kann ich die Kiste mal noch ausräumen hier. Das nehmen wir alles mit. Hey, der Schrank ist auch schon wieder da, aber den kannst du wieder... Da ist leer, so ein Quatsch. So, wo war denn noch was drin? Hier. In dem Ding war da noch ein Haufen Zeug, oder? Ja, hier. Nehmen wir die Kiste auch noch mit. Die könnte man vielleicht nachher heimtragen, oder? Was ist denn jetzt? Warum bewegt denn der sich wieder so schnell? Das ist leer. Das ist auch leer. Und hier unten, da sind noch mal ein paar Patronen drin. Die nehmen wir auch mit. Das ist wieder unmöglich, das... Naja, gut.
Merkt ihr, was ich meine? Dass die Mausbewegungen sind wieder so schnell. Jetzt gucke ich mal in meine Einstellung rein hier. Settings. Ne, die ist aber auf 0,2. Und meine Maus hier, meine, da ist auch nicht, ist höchst eingestellt. Keine Ahnung, was das wieder ist, warum das sich wieder so bewegt. Gut, das, bei dem Spiel muss ich ehrlich sagen, ich will es nicht schlecht machen. Ihr denkt bestimmt bald nicht so, was macht denn der hier das Let's Play, wenn der immer bloß schlecht über das Spiel redet. So schlecht wie es ist, kann man es gar nicht machen. Muss ich ehrlich sagen. Das ist nicht richtig abgestimmt, da passiert gar nichts. Da ist. Naja. Das ruckelt noch, obwohl ich eine 4090 drin hängen habe. Also es ist schon grenzwertig. Herrlich. Ich habe ja in einem Kommentar wieder geschrieben, und das ist meine ehrliche Meinung, der Junge ist wie ein kleines Kind. Immer neues Spielzeug aus dem Regal holen, ohne das alte vorher wegzuräumen. Und das ist so. Er hat selber geschrieben, dass er noch über 1000 Bugs in dem Spiel hat. Nee, ich sag's jetzt mal so. Ich kann auch mehr oder weniger offen reden. YouTube wird mich nicht gleich sperren. Weil lieber verpasst er seinen NPCs neue größere Titten, anstatt hier an der Performance was zu machen, dass das Spiel ordentlich läuft. Über 1000 Bugs und jeder neue Content, man freut sich über neuen Content, ja natürlich. Wenn das Spiel aber erstmal richtig laufen würde, dann kann er doch neuen Content bringen. Er verkrault doch seine paar treuen Spieler, die er hat. Naja, gut, alles klar. Wie gesagt, ich will das Spiel nicht schlecht reden. Keinesfalls. Keinesfalls. Obwohl das manchmal so klingen würde, dass ich das... Komm, kletter hoch. Dass ich das Spiel ja... Halt, komm, hier hoch sollst du. Geht nicht. Kommt man nicht hoch. Man könnte den Eindruck haben, dass ich das Spiel schlecht machen will. Will ich aber nicht. Haben wir hier was drin? Hier ist auch nichts drin. Aber hier können wir doch bestimmt hochklettern, oder? Ich will mal hoch auf die Wohnwagen will ich mal klettern. Komm, kletter mal hoch. Geht auch nicht. Bin ich irgendwie mich jetzt hier wieder festgepackt, dass ich wieder vor und wieder zurückkomme. Das kann es doch nicht sein, ehrlich. Schaut euch das an. Jetzt wollte ich hier hochklettern, jetzt habe ich mich wieder hier drin festgepackt. Kann ich hier irgendwas machen? Kann ich nichts machen? Ich kann jetzt bloß versuchen, dass ich das Spiel speichere und beim nächsten Start wieder frei bin. Alles klar, meine Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, dass sich da beim nächsten Update ein bisschen was geändert und gebessert hat. Wir werden sehen, sprach der Blinde. Alles klar. Das ist also ein blödes Sprichwort. Alles klar. Ja, das war's erstmal für heute. Hier in diesem Spiel, also wir werden sehen, ob das nächste Update was bringt. Das müsste ja jetzt eigentlich dieses Wochenende kommen. Am 12. oder 13. Er hat ja am 7. gesagt. Hat er auch kurz vor Ultimus sich gemeldet und hat gesagt, er braucht noch eine Woche. Das hat er bestimmt schon 3 Tage vorher gewusst. Aber das ist so seine Art. Entweder meldet er sich gar nicht oder auf dem letzten Trigger. Und die Community so richtig verarschen, ehrlich. Gut. Ich sag dann mal Tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mal sehen, was dann passiert. Alles klar.